Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Hallo Erik. Ja, hier ist der Erik, hallo. Es hallo kommt, Kate. Kommt ja so flüssig, als hätten wir das heute schon geübt. Sogar den Gag hatten wir heute. Der war jetzt diesmal genauso lustig wie, wie beim ersten Mal. Okay, also wir haben wieder ein bisschen Filme für euch mitgebracht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, über die wir sprechen möchten. Natürlich leider noch keine Kinofilme, denn das wird hoffentlich bald wieder passieren, dass die Kinos öffnen. Vielleicht habt ihr das gesehen auf dem Facebook-Kanal vom Kinocast. Ich habe da so eine wissenschaftliche Auswertung gepostet, wo es darum geht, um die Ansteckungsrate. Und da waren die Kinos irgendwie ganz, ganz niedrig. Also selbst irgendwelche anderen Sachen hatten höhere Ansteckungsraten. Also vielleicht nehmen sich das manche ein bisschen zu Herzen. Ich habe mich im Kino auch immer sehr, sehr sicher gefühlt, jetzt auch in der Zeit mit den Abständen und so. Hoffen wir mal das Beste. Ja. Den Kinos geht es nämlich auch nicht allzu gut. Deswegen wäre es ganz gut, wenn das wieder nach vorne geht. So, jetzt sprechen wir aber erstmal über die Heimsneak der vergangenen Woche. Hat man den grandiosen Film Outside the Wire. Den habe ich ausgesucht, weil ich mir dachte, naja, Anthony Mackie in einer Actionrolle, ah, das kann nicht das Verkehrteste sein. Naja, ob ich mich da getäuscht habe, das werde ich gleich erfahren. Es spielt so in einer nicht allzu fernen Zukunft. Und das hat jetzt mittlerweile auch schon Tradition hier. Ja, Robin möchte auch was dazu sagen. Also in einer nicht allzu fernen Zukunft fällt so ein Lieutenant, so ein Drohnenpilot in Ungnade, weil er einen Angriff durchzieht, der zur Folge hat, dass zwei US-Soldaten zu Tode kommen, wobei jetzt nicht sicher gewesen wäre, ob die hätten gerettet werden können, bevor die Drohne einschlägt oder nicht, oder haut überhaupt ohne Drohneneinsatz. Er sieht halt von oben von der Drohne, dass da sich irgendwelche bedrohlichen Gestalten nähern der Situation und entscheidet sich für einen Drohnenschlag, obwohl sein Vorgesetzter gesagt hat, nee, er soll es nicht machen. Er macht es dann halt und bekommt eine Disziplinarstrafe, die oder kommt vor so eine Art, nein, nicht Kriegsgericht, aber Militärgerichtsbarkeit und bekommt dann als Strafe, dass er sich quasi mal in einen tatsächlichen Einsatz begeben muss, damit er mal sieht, wie das so ist, ja, damit er es nicht nur aus der Ferne sieht. Also soll mal outside the wire, also außerhalb von den ganzen Kabeleien. Filmtitel genannt. Ja, genau. Soll er wirklich mal sehen, wie das ist im Einsatz und wird da eine Einheit zugeteilt, das spielt in so einem erfundenen Ostblockstaat, würde ich es mal sagen. Und da gab es gerade so Unruhen und da ist halt die US-Armee, weil die natürlich überall ihre Demokratie ausrollen in der ganzen Welt, soll sich zum Vorbild nehmen, schicken sie überall ihre Soldaten hin. Und weil das in der Zukunft spielt, haben sie mittlerweile auch so eine Art Roboter, so Kampfroboter mit im Einsatz. Und eben auch so diese Drohnen, die dann mit zur Unterstützung kommen. Und er kommt dort an, in diesen Baracken. Und da gibt es dann einen Typen, den Offizier, gespielt von Anthony Mackie. Der wirkt am Anfang so ein bisschen wie so ein Schreibtischtäter. Der ist da so im Keller untergebracht und jede Menge Unterlagen, die er da so sichtet. Und er nimmt die dann relativ schnell mit raus und dann müssen sie ins Gefecht und irgendwelche Impfstoffe irgendwo hinbringen oder so. Also Corona ist da anscheinend auch noch ein Thema in der Zukunft. Die Cholera ist da, glaube ich, ausgebrochen, ne? Irgendwas ganz Furchtbares. Mhm. Und ja, wollen sie irgendwie Impfstoffe, weil natürlich die USA, das sind ja die Guten, also die müssen ja die Impfstoffe dann auch in die ganze Welt bringen. Nur Gutes macht die US-Armee in der ganzen Welt. Und ja, begibt sich mit ihm nach draußen, da kommen natürlich auch irgendwelche Bösen, die dann diesen Konvoi angreifen und muss sich da zur Wehr setzen und irgendwie haben sie dann noch so eine Sidequest, dass sie irgendwelche Atomraketencodes dann irgendwie, dass da irgendwelche Leute habhaft geworden sind und die sollen halt nicht in die Hände der Rebellen fallen und weiß nicht, wie viel soll man da jetzt eigentlich erzählen, also das ist dann noch so diese Quest, die dann so langsam zur Hauptquest wird und dann erfährt man auch so ein bisschen, wer dahinter steckt und was und weshalb und wieso und so. Ja, war gar nicht so gut, wie ich gedacht hätte, der Film. irgendwie der Trailer, so Trailer kann man schon ganz nett schneiden, ne? Dass das irgendwie ganz interessant aussieht, aber
wenn sie dann irgendwie so einen fast 2-Stunden-Film, der geht 114 Minuten, oh, ich bin froh, dass ich ihn auf Netflix geguckt habe und da nicht irgendwie im Kino Geld dafür bezahlt habe. Also, ja. Also, huiuiui, also, das war echt nicht gut, der Film. Ja, also ich sehe das ähnlich, weil also mich hat der Film am Anfang relativ schnell schon verloren gehabt, weil irgendwie, mich hat das auch wieder mal total an andere Filme erinnert. Es war wieder irgendwie nichts Neues, wo ich mir gedacht habe, oh, cooler Kniff oder so. Ich weiß nicht, es war irgendwie, also ich fand ihn langweilig, also klar, hinterher dieser Fight und diese Sache mit dem Chip und so. Ja, war ganz nett, aber die Story an sich war nicht gut. Ja. Und ich weiß nicht, auch dieses man holt diesen Jungen aus dieser Höhle raus, der dann nicht mehr am Computer sitzt, damit er mal die Wirklichkeit erfährt. Ja, ist auch nichts Neues. Oder? Also, hat doch irgendwie total schlecht gespielt, der Schauspieler, ja. Fand ich. Also dieser eigentliche Hauptcharakter, bevor jetzt Anthony Mackie kommt, der hat irgendwie echt schlecht gespielt. Und die Synchro war ja, oh, ich hab's auf Deutsch geguckt, ne? Furchtbar. Ja, wir auch. Also war ja ganz furchtbar. Es war wieder so eine Schnellschussproduktion von Netflix, was sie irgendwie schnell rausbringen wollten, gefühlt. Ja. Also das ja, war ein bisschen enttäuschend. Ich muss da ein bisschen widersprechen. Also ich gehe mit, ja, es war ein bisschen hölzern gespielt von dem Schauspieler, dessen Namen ich gerade schon wieder verdrängt habe. Erfolgreich, wie es scheint. Damson Idris. Thomas Harp heißt er im Film. Okay. Ja, also ich fand die Idee dahinter, da wir jetzt ja in einer Zukunft bewegen, also in einer näheren Zukunft bewegen, fand ich die Idee dahinter eigentlich ganz interessant, dass man sagt, okay, man schickt auf jeden Fall mal auch die Cyborgs mit in den Krieg und guckt, was da so passiert. Habe allerdings da dann aufs falsche Pferd gewettet, weil ich habe mir eher gedacht, so, okay, wahrscheinlich wird irgendwas mit denen sein, im Endeffekt, dass da was rumläuft. Und dann nimmt der Film eigentlich schon so eine erste Kurve mal, die ich aber auch relativ interessant noch fand. Dann hinten raus ist sehr, sehr Terminator-lastig geworden, fand ich. Aber an sich so, ja, also ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, wie ihr beide ihn jetzt gerade dargestellt habt. Ich fand ihn eigentlich ganz, ganz interessant, von der Idee her auch. Und für meine Verhältnisse war er wieder ein bisschen zu lang. Also da hätte man bestimmt so 20, 30 Minuten auch nochmal locker kürzen können. Dann wäre wir bei bequem 1,5 Stunden gewesen. Das hätte, glaube ich, sehr gut gereicht, weil manche Szenen waren schon, ja, ich will nicht sagen unnötig, aber unnötig in die Länge gezogen und vielleicht auch nicht fürs Gesamtwerk wirklich wichtig. Was ich aber halt ganz cool fand, war dieses, ja, wir zeigen ihm jetzt mal wirklich, wie der Krieg so vonstatten geht, weil am Anfang hat er einfach so, hat man das Gefühl so hier, für den ist es mehr oder weniger für so, es ist eher so ein, wie so ein Computerspiel, ja, mit ich steuere mal darum und ich mache mal hier rum und deswegen jetzt mal, hey, pass auf, da stecken echte Menschen dahinter und alles, deswegen guck dir das mal an und ja, da, die Richtung fand ich schon mal nicht schlecht, was dann auch noch rauskommt auch, war teilweise vielleicht ein wenig wieder überladen und kam aus der Nummer dann nicht ganz raus und hinten raus storytechnisch einfach zu dünn. Das ist das Problem, was ich gesehen habe. Aber so, ansonsten war es ein recht interessanter Actionfilm, den man mal schauen kann, der wahrscheinlich in der Sneak einigermaßen funktioniert hätte. Wenn ich ins Kino gegangen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich auch geärgert, dafür Geld ausgegeben zu haben. Oder bei Netflix kann man auf jeden Fall dann anschauen. Ja, hat ja auch, ich weiß ja, du spielst ja gerne Escape from Tarkov, das hat ja natürlich durchaus ein paar Szenen dann, wenn die da durch diese Ostblock, da durch diese irgendwelche Atomkraftwerke oder irgendwas da durchlaufen, ne, und da ist nichts weiter. Ja, aber ey, es war echt sehr, sehr dünn, der ganze Film, auch so
ich habe auch diese entscheidenden Motivationen von den einzelnen Personen nicht so ganz verstanden, warum jetzt manche jetzt so gehandelt haben. Die haben es zwar irgendwie so hanebüchen versucht zu begründen, aber so richtig glaubhaft war das irgendwie nicht. Und ich habe mich schwer getan mit dem Film. Dann, ich bin da echt mit guten, wo das losging mit dem Thron, okay, da kommen jetzt ein paar kritische Töne rein hier zum Thema Thronangriffe und ja, Distanz und so weiter. Und aber dann, sobald wie die dann so im Gefecht sind, da war das alles irgendwie, okay, ihn betrifft es ja dann auch noch, da wird so ein bisschen die Keule nochmal gehoben. Aber ja, und nee, und auch die. Das darf man jetzt nicht verraten, aber die entscheidende oder die Motivation des Bösewichtes, sage ich mal so, hat sich mir nicht erschlossen, warum das jetzt so gewesen ist. Was ich ganz cool fand, war, dass da so ein Wiedersehen war mit dem einen Typen, den man aus Game of Thrones kennt. Der, wie heißt der? Greyjoy. Greyjoy hieß der, glaube ich, bei Game of Thrones. Das fand ich ganz, ganz cool. Aber ja, ein Film, den man locker mal gucken kann auf Netflix. Das Sneak hätte der auch funktioniert, also vielleicht auch als Sneak aus war jetzt gar nicht so unpassend, weil es jetzt kein Top-AAA-Titel, sondern schwimmt eher so im Mittelfeld und passt schon. Ja, eben. Schwimmt im Mittelfeld. Ja. Und deswegen. Und die Motive, ja, kann man sich drüber streiten. Es gab verschiedene Motive in dem Film. Deswegen, weil ich da auch ein bisschen enttäuscht war, weil ich mir mehr erhofft hatte, von mir nur 4 Punkte von 10. Ich bin bei 5, weil, wie gesagt, Mittelfeld. Mehr nicht und mehr. Nicht weniger, nicht mehr, sagen wir mal so. 5 Punkte ja, deswegen, ist da schon ganz gut. Deswegen bin ich bei 6. Weil ich ihn dann doch, weil er ganz gute Ansätze einfach hatte. So, einmal Mittelfeld, einmal knapp drüber, einmal knapp drunter. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt müsst ihr entscheiden. Ihr könnt ja einen Kommentar mal dalassen, wenn ihr den Film gesehen hattet. Der wird ja teilweise relativ prominent beworben bei Netflix auf der Startseite. Dann hat vielleicht doch schon der eine oder die andere mal draufgeklickt und mal geguckt, was das ist. Und ja, lass mal einen Kommi da, wie es euch gefallen hat. Und was haben wir nächste Woche, Kate? Nächste Woche schauen wir wieder auf Netflix vorbei. Und wir haben uns dafür den Film Space Sweepers entschieden. Yay! Wieder was im Weltraum, wieder was aus dem asiatischen Raum, was wir ja letztes schon mal hatten. Das hatte jemand getippt, ne? Da, ja, genau. Da hatte jemand bei auf, jetzt muss ich kurz Twitter suchen. War das. Ja, auf Twitter. Genau. Hatte jemand geschrieben, dass er dann auf den Space Sweepers tippt und sich schon freut, genau, wenn wir das besprechen. Jetzt finde ich es bloß gerade gar nicht, weil hier ist ein bisschen anderes Zeug in meiner Timeline gerade. Ja, wenn ich es noch finde, mach das mal weiter. Genau. Und für die Woche drauf haben wir uns auch für einen Netflix-Film entschieden, der eigentlich ins Kino kommen sollte. Was wir natürlich schade finden, dass er das nicht tut, aber so können wir ihn jetzt auf Netflix klicken. Und der Tipp für diesen Film ist, Printmedien sind überbewertet. Ich habe es mittlerweile gefunden, wer es war. Der Max war das. Ja. Von der Webseite wiederaufführung.de. Und der hat auf seinem Profilbild sitzt er im Kino mit einem unglaublich großen Popcorn-Eimer. Geil. Ja, also offensichtlich auch jemand, der gerne ins Kino geht. Und der hatte hier anscheinend richtig getippt. Ja, sehr gut. Space Sweepers, mal schauen. Max, wenn du das hörst, kannst du ja mal schreiben, wie du ne fandest. Vielleicht sehen wir das ähnlich oder auch nicht. Dann haben wir einen Punkt, wo wir dann diskutieren können. Okay, dann schauen wir mal, was uns dann nächste Woche mit den Printmedien erwartet. Und wir haben jetzt sehr viel Netflix. Wir müssen mal vielleicht mal wieder bei den anderen vorbeischauen, was es da so gibt. Mal gucken, was die so haben. Aber wir haben ja auch noch, nicht nur Netflix, stimmt, wir haben ja auch noch gesehene Filme. Und da muss ich mal kurz hier Heimkino, Ding Dong. Heimkino. Und da haben wir einen Film bekommen zur Rezension. Der heißt Faking Bullshit. Krimineller als die Polizei erlaubt. Und den hatten wir damals auch einige Male für die Sneak in Stuttgart getippt gehabt, als das noch ging. Weil das irgendwie so ein bisschen auf die Tipps gepasst hatte damals. Er kam leider nicht. Und hier ein Bekannter von uns und ein Freund von euch, ne, der Richie,
Der hatte nämlich da auch schon erwähnt gehabt, dass er da sogar mitgespielt hat in dem Film, wo er den Tipp gehört hat. Er sagt, ach ja, der kommt jetzt ins Kino, wusste er gar nicht, dass er jetzt schon kommt und ja, so. Das war der Kai. Ach, Kai war es, ja. Kai war es. Okay. Ja. Der Kai, ja. Und der hatte nämlich erwähnt gehabt, dass er da mitgespielt hat und hatte uns auch Fotos auf dem Handy, weil wir so, hä, Quatsch. Und so. Und er so, nee, wirklich. Und so hat Fotos auf dem Handy gezeigt, wie sie da so in voller Polizeimontur da so ein SWAT-Einsatz machen und so. Dachte ich schon, oh, klingt ja interessant. Gucken, was das für ein Film ist. Und jetzt gab es die Möglichkeit, hier eine Rezensionsdisc zu bekommen, weil im Kino, weiß nicht, lief der? Der lief, glaube ich, gar nicht im Kino. Ne? Der hatte gar keinen, der hatte einen Start gehabt, aber dann wegen Corona haben sie es doch wieder abgesagt, oder? Ja, ich glaube. Bin gar nicht sicher. Jedenfalls gibt es den jetzt ab dem 25. Februar 2021 auf DVD und Blu-ray. Und ab dem 11. Februar gibt es den als Digital-Download schon zum Anschauen. Und ich lese mal den Inhalt vor. Eine verschlafene Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Die heißt übrigens Aalen, ne? Mit H, aber nicht das Aalen hier mit Doppel-A. Für die Polizisten Dennis, gespielt von Erkan Acar, Rocky, Adrian Topol, Netty, gespielt von Sanne Schnapp und Hagen, gespielt von Alexander Hörbe, das reinste Paradies. Denn hier gibt es für die Exekutive nahezu nichts zu tun. Dieser für alle zufriedenstellende Zustand wird jedoch schlagartig zum Problem, als Tina, gespielt von Sina Tkotsch, auf der Wache 23 auftaucht, um zu überprüfen, ob man die Dienststelle aufgrund mangelnder Kriminalität nicht besser schließen sollte. Und auch wahrscheinlich jetzt mal eine Anmerkung von mir aus ja, Geldeinspargründen, ne? Weil da ist eh nichts los, da kann man ja zumachen. Ne? Um ihre Arbeitsplätze zu retten, beschließen die Gesetzeshüter kurzerhand die Seiten zu wechseln. Sie beginnen Straftaten zu faken, ganz nach dem Motto, wer keine Arbeit hat, der macht sich welche. Ja, das war hier die Zusammenfassung hier von der Pressenotiz davon. Und wir haben den ja mittlerweile alle gesehen, den Film. Und ich muss sagen, also deutsche Filme, boah, die können schon ganz schön bäh sein. Da hatten wir auch schon einige Beispiele in der Sneak. Aber das war so ein Film, da dachte ich auch am Anfang, oh Gott, das sieht so nach ZDF-Krimi aus oder so. Worum geht's hier und so. Bin da schon mit viel guten Willen rangegangen, weil er ja gesagt hatte, dass der da mitspielt und so. Und dann hat er mich dann doch irgendwann mal erwischt. Dann hatte ich so dieses Gefühl in dem Film, dass es irgendwie so ein, ja, dass da wirklich viele Leute, die da hinten dran stecken an dem Film, dass die wirklich mit viel Herzblut dabei waren und sich wirklich mal coole Sachen überlegt haben. Es war auch teilweise sehr witzig. Ich habe euch ja dann auch mittendrin geschrieben, so, ey, das ist ganz witzig. weil ich dachte erst, das ist so eine ganz tröge Polizeikomödie, die so irgendwie so ein bisschen dahin sich schleppt und so. Und dann fand ich den aber gerade auch so von den Ideen her und dieses Kleinstadtthema und wie sie dann so die Sachen faken und auch diese ganzen Nebendarsteller, die weit entfernt von perfekt sind. Aber wir hatten auch schon Filme in der Sneak gehabt, wo man gedacht hat, oh Gott, was haben sie denn da für Laiendarsteller genommen? Ganz furchtbar. Hier war es so, dass die Laiendarsteller oder diese Nebendarsteller, die sie hatten, dass die irgendwie so wie die Faust aufs Auge in diese Kleinstadt gepasst haben. Also den Würstchenverkäufer da mit seiner Würstchenbude. Worst case. Genau. Oder, weiß nicht, selbst der alte Polizist, der plötzlich so ein Fahrrad, könnt ihr euch mal um mein Fahrrad kümmern, das ist weg und so. Oder natürlich auch Bjarne Mädel, der da auch eine Nebenrolle hat, sehr, sehr großartig, irgendwie so als der einzige Penner, den die Stadt hat und den engagieren sie ja dann auch, dass der irgendwie was klauen soll aus dem Laden und klaut dann einen Deo-Roller. So Riesenverbrechen und so. Und ja, bis hin zu irgendwelchen Steine durchs Fenster schmeißen und dann irgendwie mit Videokamera und ach, es war, hatte irgendwie so ein Charme gehabt, der Film. Der hat sich auch nie selber irgendwie verloren, der Film. Sehr häufig so bei so kleineren Produktionen, die verzetteln sich dann irgendwann mal. Aber der war eigentlich so durchgehend bis zum Ende, blieb der so in seiner Stimmung und die Charaktere haben mir gut gefallen. Also es war ein rundes Ding für mich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Weiß nicht, wie es euch da ging? Ähnlich. Also Spaß hat er gemacht auf jeden Fall, weshalb was so herrlich doof teilweise war. Aber ja, Es ist jetzt hier nicht irgendwie der Film des Jahrzehnts oder so, sondern einfach, es ist ein netter Streifen, der keinem wehtut, der
einfach ein bisschen hanebüchen auch teilweise herkommt, aber halt, ja, es sind so, oh, jetzt machen wir hier das ganz große Fass auf und oh, wo kommen jetzt eigentlich diese Hakenkreuzschmierereien her? Ja, genau. Und oh. Oder auch oh ja, hier, ich habe noch einen Molotow-Cocktail gebastelt und wie dann halt nicht immer alles so glatt läuft und so Sachen. Und das fand ich eigentlich ganz spannend und auch ganz das, witzig eigentlich. Die Szene mit dem Molotow-Cocktail, das war die, wo ich euch danach geschrieben habe, ey, das ist ganz witzig. Ja, also deswegen, es sind solche Sachen gewesen, die einfach Spaß gemacht haben. Und deswegen, coole Sache an sich. Also nicht das, was man erwartet hat. Auch keine natürlich Top-High-Production, aber in dem Rahmen, ich denke, in dem Rahmen, den es hatte, einfach cool gemacht. Sehe ich ähnlich. Was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass mir diese, dass, also wer auch immer dieses Set gemacht hat, war wirklich detailverliebt. Ich fand die Namen sehr geil. Also die Wurschtbude hat einen sehr geilen Namen. Das Hotel. Ja. Und das ist einfach so Kleinigkeiten, die einfach cool sind, die auf die geachtet wird. Ja. Das fand ich einfach charmant. Und auch, also die Geschichte an sich, die Auflösung war mir ein bisschen zu zackig am Ende. Aber ansonsten, wie die sich halt auch reinhängen, damit sie ihren Job nicht verlieren und dass die Wache offen bleibt und sie dann wirklich so Kleinigkeiten faken, nur damit sie Ordner füllen können mit Berichten, aber es auch hinterher gleich wieder aufklären. Das ist halt immer so, also echt süß gemacht gewesen. Ich fand auch die Hauptdarsteller, also diese Polizeigruppe, sehr charmant. Also das Ehepaar und die zwei Jungs, ich fand es lustig. Also ich saß wirklich auf dem Sofa und habe vor mich hingekichert, weil ich es wirklich gut fand. Und lustige Sprüche waren. Und ja, ich fand den Penner so geil. Der war so gut. Ja, der war einfach lustig. Ja. Ich weiß nicht, das war teilweise auch Situationskomik, die mir sehr gefallen hat. Und deswegen, ich bin ja kein Fan, also kein großer Fan von deutschen Filmen oder Serien. Aber der gehört jetzt wirklich dazu, wo ich sage, hey, den kann man auch empfehlen. Den kann man ruhig mal anschauen, weil er echt charmant ist. Also ich möchte auch noch dran erinnern, woran es mich einfach erinnert hat, nicht dran erinnern, sondern einfach noch sagen, mich hat es an die Serie Dingsen erinnert, Check, die Serie. Ja, mit, ja. Mit Klaas Heuer-Umlauf und das ist so ein ähnlicher Charme und das fand ich sehr cool. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und halt die Stadt Aalen, also nicht unser Aale, sondern Aalen ist ja wirklich, waren da Originalschauplätze teilweise, deswegen schon witzige Sache. Witzige Sache, kann man sich anschauen, tut keinem weh. Kennt ihr eigentlich den Originalfilm Cops? Nein. Also das basiert ja auf so einem, ich glaube, schwedischen oder so. Ich glaube, den hatten wir damals sogar in Gera an der Sneak gehabt. Da geht es quasi in Schweden darum, dass so eine Polizeistation irgendwie geschlossen werden soll. Und das ist quasi so ein Remake und so. Das stand ja auch am Anfang da, dachte ich, ah, okay, das haben die sich da zur Vorlage genommen. Ist ja gedreht von Alexander Schubert, den man aus diversen Rollen kennt, also vielfach so Comedy-Filme. Müsst ihr mal gucken, also vom Namen her wird euch wahrscheinlich jetzt nicht gerade irgendwie ein Gesicht auftauchen, aber wenn ihr den mal googelt, findet er mit Sicherheit, denkt er, ach, der Schauspieler ist das. Ne? Und deswegen merkt man den Film auch an. Also das ist jetzt ja so ein Erstlingswerk, was durchaus ein bisschen rumpelig ist an manchen Stellen, was nicht perfekt ist, aber das macht den Film gerade irgendwie so schön. Und was die Kate auch erwähnt hatte, eben, dass da wirklich so viel Liebe zum Detail, das war das, was ich meinte, dass eben, das merkst du halt dem Film an, dass da wirklich sehr viel Herzblut reingeflossen ist und ja. Die Darsteller auch und dann kommen sie auch noch einer großen Sache auf die Spur und so. Und das ist schon sehr schön. Schade bloß, dass man den Kai irgendwie nicht ein bisschen deutlicher noch, aber ich habe extra in den Credits drauf geachtet. Da wurden dieses MG-Team oder wie sie heißen, da wurde mit MG-Action oder wurde mit erwähnt, ja. Als SWAT-Team. Ja, es wurde erwähnt, aber leider halt nicht mehr. Ja. Also nicht nochmal namentlich drin. Aber echt ein cooler Film,
fand ich. Also wir haben ja wirklich auch so von diesen Rezensionsdiscs, ist ja immer schwankende Qualität, um sozusagen. Und das war mal ein schöner Film. Also da, das hat mir echt gut gefallen. Faking Bullshit. Ja. Krimineller als die Polizei erlaubt, ist der deutsche Zusatztitel. Und steht hier noch irgendwas drauf? Ich glaube auch die Darsteller, die mir jetzt nicht so wahnsinnig bekannt waren. Okay, der Erkan, der hat auch bei Schneeflöckchen mitgespielt, den ich auch so cool fand, den Film. Und, ja, aber Bjarne Mädel. Also. Ja gut, Bjarne Mädel, ja, da hat er aber eine Nebenrolle eigentlich. Ja. Klar, das ja, man trotzdem. Die kennt man. Ja. Und Sina Tkocz kennt man auch. Die merkt man sich auf jeden Fall jetzt nach dem Film. Na, die hat ja auch schon hier in was sich da mitgespielt. Deswegen, also die ist ja ein Fall für zwei in der Bergdoktor. In Inga Lindström hat sie schon mal mitgespielt. Alarm für Cobra 11 hat sie mitgespielt. Also die taucht immer mal wieder auf. Faking Bullshit hat sie mitgespielt. Das kenne ich, das kenne ich. Der war gut. Dem gebe ich auch 7,5 von 10 Punkten im Film. Weil da verzeihe ich auch einiges bei diesen Erstlingswerken. Deswegen 7, ich gebe ihm 6,5. Ja, ich bin auch bei 7,5. Ich fand den auch gut. Schön. Also kann man durchaus so zusammenfassen, dass wir den empfehlen. Empfohlen vom Kinocast, Stempel drauf. Zack, zack. Abgelegt und jetzt sind mir die Rezensionssachen ausgegangen übrigens. Ne? Also liebe Filmfirmen, wenn ihr Rezensionsdiscs habt, die ihr uns bereitstellen möchtet, dann nur weiter. Ne? Wir hatten ja die letzten Wochen jede Woche eine gehabt. War viel Material da. Und bin ich mal gespannt. Ansonsten, ich habe auch mal geguckt, irgendwie kommt auch auf Sky gerade nichts. Also, wo ich gedacht hätte, das wolltest du schon immer mal gucken. Entweder kenne ich es schon oder interessiert mich nicht. Komisch. Naja, dann guck mal lieber, was so an neuen Trailern gibt. Vielleicht ist da irgendwas Cooles dabei. Ich habe doch noch einen Film. Neue Filmtrailer. Du hast noch einen Film? Ja, der steht drin. Ja, 50 Minuten, okay. Na dann, ja. Erzähl mal von deinem Film. Entschuldigung, aber ich würde den gern kurz ansprechen. Es gibt nämlich einen Grund, warum ich ihn nicht fertig geguckt habe. Ich habe angefangen, den Film The House That Jack Built zu gucken. Mit Matt Dillon, der einen Psychopath spielt. Der Film ist von hier von Trier. Wie heißt der? Lars von Trier. Lars von Trier. Und der Film ist nichts für schwache Nerven. Und das deswegen hätte ich bei dem Regisseur ja überhaupt nicht vermutet. Nee, ich habe schon Lars von Trier Filme gesehen, die ich durchgehalten habe bis zum Ende. Hast du Nymphomaniac 1 und 2 gesehen? Ja, habe ich gesehen. What? Okay. Ja, aber auch stückweise. Ich werde vielleicht The House, The Jack Built auch noch weiter gucken. Aber also es geht um einen Psychopathen namens Jack. Der ist Ingenieur, der baut, hat ein Grundstück gekauft und baut da auch sein eigenes Haus, deswegen der Filmtitel. Und er ist Psychopath und Serienmörder und er hat sich selber einen Künstlernamen gegeben. Mr. Sophisticated heißt er, so nennt er sich selber. Und er hat bereits mehr als 60 Morde auf dem Kerbholz und ist bisher mit allen davon gekommen. So ein Dexter. Ja, und also in dem Film werden wohl 4 seiner Morde, also erzählt er von 4 dieser Morde und die werden leider extrem anschaulich dargestellt, also so richtig anschaulich. Du siehst alles. Ja, ich nenne ein Beispiel. Er ermordet eine Frau und muss quasi der Polizei entkommen und trickst die so aus, aber er kann die Leiche nicht mehr ins Auto laden. Also macht er eine Schnur drum und zieht sie hinterm Auto her. Hinterlässt dabei eine Blutspur, die nicht unübersehbar ist. Ja, so, also die müsste eigentlich jeder sehen. Aber da es nachts ist, ist halt kein Schwein unterwegs. Und als er an seinem Ziel ankommt, wird diese Leiche, die er hinter sich hergezogen hat, einmal komplett umgedreht und du siehst halt alles. Wie die, also das Gesicht ist komplett nicht mehr vorhanden, es ist alles abgeschabt vom Beton. Und er sieht seine Morde selber als Kunstwerke, die auch von Gott quasi genehmigt sind, denn diese Blutspur wird, die ihn ja eigentlich, wo wie jeder Polizist einfach nur verfolgen müsste und dann würde er zu ihm führen,
In dem Moment, wo er das feststellt, setzt ein sehr, sehr starker Regen ein. Der stärkste Regen, den dieses County oder diese Stadt je verzeichnet hat. Und das ist für ihn ein göttliches Zeichen, dass er weiter morden soll. Und also ich mag ja Thriller. Ich mag auch harte Sachen. Ja, also so anschaulich und gruselig und so. Gucke ich mir gerne an. Aber als dann eine Szene kam, wo ein Kind, also er als Kind, eine Babyente nimmt und der Babyente mit einer Gartenschere einen Fuß abschneidet, ins Wasser setzt und zusieht, wie sie untergeht, war für mich das Fass voll. Das schaffe ich nicht. Also ich weiß, dass das alles fake ist und ich weiß auch, dass das alles nicht, also dass es das nicht echt ist und so. Aber also bei Nymphomaniac sollen ja die Sexszenen echt gewesen sein. Also will ich mit der ja, mit aber der Sexszene, ja, eine Sexszene ist was anderes wie Grausamkeit gegenüber Tieren. Ja, weiß man nicht, wo weißt der das ich, gedreht hat. Wahrscheinlich ja, war es einfacher, an einem echten Ende das Fuß abzuschneiden, als da irgendwas. Deswegen, ich kann das nicht. Also ich habe das nicht ertragen ja, das weiter. Also ich fand diese Szene mit diesem Auto und dieser Leiche schon so schrecklich. Ich wollte gerade sagen, die Leiche am Auto hast du ertragen, auch die Enden nicht. Ja, aber auch ganz schwer. Da hatte ich das erste Mal die Fernbedienung in der Hand und hatte überlegt, ob ich ausschalte. Der Film ist unfassbar gut gemacht. Ja, also die Matt Dillon, unfassbar geile Leistung als Schauspieler. Ich habe richtig Angst vor dem gehabt. Und der sieht wirklich eigentlich nicht angsteinflößend aus. Der sieht eher aus wie so ein, der sieht halt wirklich aus wie ein Psychopath. Wie so ein richtiger, weiß ich nicht. Also, dass der frei rumläuft und keiner ihn festnimmt, nur weil er aussieht wie ein Psychopath, wundert mich. Ich hab's dann nicht mehr ertragen. Der Film ist richtig, richtig gut gemacht. Und ich glaube, dass da noch viel Krasseres kommt. Aber als diese Endenszene kam, habe ich es nicht mehr ertragen. Ich musste ausschalten, weil es ist richtig, richtig heftig. Der Film geht 2,5 Stunden und ich habe nach knapp 50 Minuten ausgeschalten. Mir ist auch immer noch ganz, also jetzt, wo ich wieder drüber rede, wird mir ganz anders. Und wenn ein Film, finde ich, das beim Zuschauer erreicht, ist das schon ein guter Film. Also ich möchte nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ich muss sagen, er ist richtig heftig. Und ich kann nicht sagen, hey, guckt euch den alle an. Aber ich kann eher eine Vorwarnung geben und so, hey, es ist Lars von Trier, es ist ein Thriller über einen Serienmörder und der ist nicht ohne, also wenn ihr mal überlegt, euch den anzugucken, im Hellen und am besten nichts vorher gegessen und nur, wenn ihr das aushaltet, Leute, weil das ist echt richtig heftig. Wo gab's den denn zum Gucken? Den gibt's auf Netflix. Okay. Ja, puh, Lars von Trier, puh, ich gucke die ja auch immer, die Filme. Weil ich glaube, wenn man so filmbegeistert ist, dann sollte man da schon mal reingucken. Aber das ist jedes Mal so, kaum habe ich einen seiner Filme gesehen, irgendwie Antichrist oder irgendwie Nymphomaniac und ach, wie sie alle heißen, dann ist es immer so, okay, ich habe den jetzt einmal gesehen, das reicht auch. Also das, ich sehe, Dancer in the Dark oder so, ich merke, dass der ein guter Regisseur ist, aber das ist mir einfach auch mal zu viel drüber. Dann, ist zu heftig, was der Schubs, macht manchmal. Der schubst das Thema immer über die Kante drüber und das ist mir dann immer irgendwie zu viel, weil da bin ich dann lieber einer, der es so ein bisschen subtiler mag, denn vielleicht Melancholia fand ich ganz okay wiederum, aber die meisten anderen Filme, da will er einfach nur so provozieren und das ist mir irgendwie zu simpel, dann einfach so das alles einfach im Detail zu zeigen. Das hat dann fast sowas von Kinoporno, also gut, Nymphomaniac war natürlich der Kinoporno schlechthin, aber jetzt die anderen Filme, mal ist es Gewalt, mal ist es geht's gegen die Religion und Religion, irgendwie ist mir dann auch. Ich überlege gerade, ob ich jemals einen Lars von Trier Film am Stück geguckt habe. Weil Nymphomaniac habe ich auch nie ganz, also an einem Rutsch geguckt. Ich habe das immer unterbrochen, weil ich es zu krass fand. Aber ich dann trotzdem wissen wollte, zieht der das den ganzen Film weiter so durch? Aber ja, meistens tut er das und das ist das Schlimme. Ja, zwei Teile, weiß nicht, 2 Stunden oder so. Also ich habe den, wie gesagt, immer, ich habe die Filme von ihm immer nur stückweise gesehen. Aber ich glaube, dass The House, der Jack Build, ich glaube, ich nicht weiter gucken werde. Ist auch, glaube ich, wenn ich mich da recht erinnere, sehr kontrovers angekommen, weil das lief ja auch auf diversen Filmfestivals und Berlinale und sowas.
Ja, das ist immer so bei den Lars von Trier. Also nee, mich wundert es halt auch immer, der toppt immer das Nächste. Ja? Mhm. Also der macht das übel Krasses und dann denke ich, ey, schlimmer kann es doch nicht mehr werden. Und dann geht er auf ein anderes Thema ein, wie zum Beispiel jetzt Mord oder Religion und so, Grundthema ein. Und dann toppt der halt nochmal alles, was ich gesehen habe. Hm. Und das ist halt, oh, ich weiß gar nicht, ich kann gar nichts mehr dazu sagen. Ich wollte nur eine Warnung aussprechen, dass, falls jemand auf die Idee kommt, den Film anzugucken, gut überlegen, weil er ist echt richtig heftig. Und ich habe ihn nicht mal zu Ende geguckt. Also ein ähnlicher Regisseur ist ja Gaspar Noé. Geht ja auch immer relativ dahin, wo es weh tut. Ich hatte ja auch letztens mal Climax besprochen und der hat ja auch Irreversibel gemacht. Irreversibel sollte ja eigentlich jetzt nochmal ins Kino kommen, wegen dem Jubiläum. Gibt es aber jetzt mittlerweile erstmal auf Blu-ray, habe ich auch hier die. Bei dem finde ich es aber so, da ist es noch mehr so, dass man sagt, das ist irgendwie eine runde Story und es ist nicht zu sehr drüber, dass es einen so sehr abfuckt. Es sind schon wilde Szenen drin, aber ja, Lars von Trier geht mir da mal ein bisschen zu weit. Ich gucke es mir zwar auch an und finde es auch als Film an sich und wie es gemacht ist, alles gut, aber ich kann damit nichts anfangen. Das ist ja, es gibt viele Filme, die sind einfach technisch und filmerisch an sich gut gemacht. Das ist zum Beispiel Der goldene Handschuh. Das ist ein Film, den würde ich nie angucken, weil ich das Grundthema so abartig finde. Aber also filmtechnisch ist der gut gemacht und auch krass geschauspielert. Aber angucken würde ich ihn nicht, weil ich die Themen einfach viel, viel zu heftig finde. Ja. Gut. Das war ein richtig stimmungsaufhellendes Thema hier. Ja, Entschuldigung. Jetzt kommen wir zu guten Trailern. So, jetzt, genau, guten Trailer. Vorhin kam es ja schon mal jetzt ab. Neue Filmtrailer. Soll ich das machen, ja? Steht bei dir drin. Ja, ich dachte, ich halte mal jetzt ein wenig die Schnauze, weil ihr das so schön... Weil ihr da so wunderschön hier euch unterhalten und gestritten oder was weiß ich was habt. Ich habe einen Trailer rausgesucht. Ja, das ist so eine Frage. Meinst du, ob ich ihn heute schon gesehen habe? Oder? Vielleicht hast du auch heute schon deine Lieblingsstellen nachgestellt, ich weiß es nicht. So, und zwar habe ich einen Trailer rausgesucht und zwar... der Special Forces Veteran Roy Pulver, Frank Grillo, ist in einer Zeitschleife gefangen und erlebt deshalb seinen Todestag immer wieder aufs Neue. Um dieser grausamen Situation zu entfliehen, muss er die dafür Verantwortlichen ausfindig machen und aufhalten. Wir haben also wieder so einen Murmeltierfilm, nur eben dieses Mal ein wenig abgefahrener. Also wir hatten ja mit Happy Death Day schon sowas, wo das alles relativ so ein bisschen, ja, auf eine humoristische Horrorart dann versucht hat. Jetzt kommt dann bald mit Boss Level, also mit Frank Grillo in der Hauptrolle, dann noch Mel Gibson, Annabelle Wallis und Naomi Watts. Auch nochmal so ein Film dazu, der allerdings in die Action-Richtung geht. Und der Trailer, ich habe den relativ gefeiert, wenn ich ehrlich bin. Also, Mr. Chow spielt auch mit und das sind einfach so Sachen, so er erlebt halt seinen Todestag immer wieder und wenn man schon den Trailer anschaut, wie er aufsteht, so ja, aufstehen, Hose an, Hemd an und jedes Mal haut jemand daneben, das so geil durchchoreografiert, einfach, es sieht mega cool aus, es sieht mega witzig aus, kommt im April auf DVD. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwie noch anders veröffentlicht wird. Wäre schade, wenn nicht. Also am 18. Februar erscheint er in Australien. Aber ja, mal gucken. Boss Level, den würde ich auf jeden Fall mal der kommt auf jeden Fall auf meine Watchlist noch mal drauf. Und ich glaube, beim einen oder anderen auch. Ist ja eine Hulu-Produktion, sehe ich hier. Ja. Also der amerikanische Streaming-Dienst hat ihn produziert. Ja, hast schon recht. Sieht extrem cool aus. Ich hatte davon nur was gehört. Ich wusste gar nicht, dass es da schon einen Trailer gibt. Und sogar mehr Trailer inzwischen. Aber ja. Ist ja vom Regisseur von The Grey und von diesem A-Team-Film. Gut, der A-Team-Film ist jetzt keine gute Werbung, aber der Grey-Film, der war schon gut mit Liam Neeson. Ja. Und das Ganze wirkt so ein bisschen, wirklich so ein bisschen crankig, also wie so völlig übertrieben und natürlich hier Happy Death Day mäßig und da bin ich ja eh immer dabei. Also solche Filme, die sich immer so wiederholen. Und da hätte ich auch
also da möchte ich unbedingt so eine Szene drin haben, wenn er dann merkt, okay, der wiederholt sich immer der Tag, ich kann machen, was ich will, ist alles scheißegal. Also so eine Szene will ich da drin sehen in dem Film. Ja, das mag ich dann immer. Wie bei Bill Murray, wo er dann so irgendwie so alle Leute wie Scheiße behandelt den Tag, weil er merkt, oh, ist eh egal. Und irgendwie so vom Dach springt. Und so. Oder bei Happy Death Day, wo sie dann plötzlich mal nackig durch die Gegend läuft, weil sie sagt, oh, ist alles egal. Ja. Aber wo habt ihr gehört, dass das Murmeltier, das echte Murmeltier, hat seinen Schatten gesehen? Also wir haben noch eine Weile Winter. Ah, hervorragend. Der Punkster Tony Phil. Habe ich als Livestream geguckt. Bin ich verrückt oder bin ich es nicht? Ja, kann man mal machen. Ciao, Leben. Ich würde sagen, verrückt, ja. Ich habe, weiß nicht, das war ja letzte Woche irgendwie und da kam das gerade als Dings hier, schwappte das gerade rein. Ich war gerade auf irgendeiner Newsseite und da kam das gerade rein. Ja, jetzt hier können Sie live zuschauen und so. Da ich, okay, mal gucken. Und dann war es wirklich wie in dem Film, dass die da so mit Hut und mit so alten Sachen angezogen da standen und haben dann das Murmeltier da rausgeholt. Ich dachte, ist das aus dem Film oder ist es wirklich live? Das war tatsächlich live. Weil da hast du im Hintergrund dann noch so ein bisschen echte Werbung, neue Werbung und sowas gesehen und das arme Murmeltier, ey. Zerren die da einfach raus hier. Ja, gemein. Jo, also Boss-Level, freue ich mich drauf. Bin ich sehr dafür, für solche Dinger. Und der Cast, der macht auch große Lust. Ich muss mal noch ein bisschen recherchieren, wer so ein bisschen dahinter steckt und so. Mal schauen, welches Produktionsstudio und alles, wer da so dahinter. Na gut, Kate, wolltest du eigentlich jetzt schon über eine Serie sprechen oder nicht, dass ich dich wieder übergehe? Meinst du über die, über die wir vorhin geschrieben haben? Ja. Kann ich gerne was zu sagen, ja. Ja, na dann hau ich mal den Serienbumper rein. Serien. Was hast du denn angefangen zu gucken? Der liebe Erik, wie ihr gerade hört, der da vor sich hinkichert schon, redet immer wieder von dieser einen Serie. Ja, natürlich. Ist mir gar nicht bewusst. Und doch. Und ich habe gesehen, dass es die jetzt bei Sky bei den Boxsets gibt. Und zwar rede ich von Silicon Valley. Und ich habe jetzt einfach gesagt, ich habe Zeit, ich habe eine andere Serie fertig geguckt, ich habe irgendwie Lust, was Neues zu starten von vorne. Also habe ich da vorhin mal reingeklickt. Ich bin noch nicht weit. Also ich bin in Staffel 1, Folge 5 oder 6 oder so, keine Ahnung. Und ich muss sagen, sie ist sehr lustig. Ich verstehe zwar dieses ganze Hackergerede nicht und hier Computergedöns. Also ich kenne mich schon ein bisschen aus, aber natürlich nicht das, was die da reden. Aber die ganze Art, wie die Serie gemacht ist, die Charaktere, ist schon sehr, sehr lustig. Ich musste wegen einem Podcast eine Folge unterbrechen und kann kaum erwarten zu gucken, wie es weitergeht, denn Donald, ich nenne ihn bei seinem richtigen Namen, Donald ist gerade mit einem selbstfahrenden Fahrzeug in einem Schiffscontainer eingesperrt. Und sein Akku ist leer gegangen vom Handy. Ich möchte gerne wissen, wie er da rauskommt. Kleiner Spoiler, er kommt raus. Ja, ach nee, das denke ich mir. Der Witz ist, ich habe nämlich vorhin rumgesappt und auf Sky kommt gerade bei Sky Atlantic, läuft gerade die 5. Staffel. Das ist ja, glaube ich, die finale Staffel, wenn ich es richtig weiß. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind bei Sky alle 5 Staffeln drin und dann dachte ich, ach komm. Jetzt läuft gerade die 6. Staffel, also muss es eine 6. auch geben. Ah, es muss noch 6. Staffel. Also vielleicht läuft auch die 6. Staffel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lief vorhin eine späte Staffel und habe ich gedacht, da gucke ich jetzt nicht weiter, da steige ich jetzt nicht ein, dann mache ich es von vorne. Und habe halt geguckt und habe gesehen, es ist bei den Boxsets drin. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Charaktere sind sehr verrückt. Aber sehr charmant. Bis auf einen, den mag ich nicht. Aber vielleicht wird es noch. Ja, das... Die Namen habe ich auch noch nicht drauf. Die sind alle irgendwie total verrückt teilweise. Und irgendwie wachsen die einem alle irgendwie so ein bisschen ans Herz, weil jeder hat so seine eigene Macke und seine eigene Meise. Und irgendwie das... Ich habe ja jetzt auch noch mal tatsächlich angefangen, wo du sagtest, es ist verfügbar, und habe mal so die ersten Folgen geguckt und habe gedacht, oh, ey, cool. Vor allem
die nochmal so ganz am Anfang zu sehen, wenn man jetzt schon mittlerweile nun 7 Jahre mit denen quasi verbracht hat oder so, und das Serienfinale schon gesehen hat, wenn man dann weiß, worauf das hinausläuft. Und ich kann sagen, also es gibt ja Serien, wo das Serienfinale irgendwie ein bisschen naja ist und wo die Leute enttäuscht sind oder irgendwas. Das hier ist auf jeden Fall nicht so eins. Also ich kenne von den Leuten, die es geschaut haben, die finden eigentlich alle das Finale richtig gut, wie sie es so zu Ende gebracht haben. Und ich kann nur einmal sagen, die wir haben ja nun, ich muss sehen, dass ich hier nicht zu viel verrate oder so. Wir haben ja beruflich auch mit sehr vielen Tech-Unternehmen zu tun, auch welche, die hier in dieser Serie genannt werden. Und da gibt es ja auch, ja. Und jedenfalls, die Denke von denen, die ist schon sehr, sehr, sehr gut beobachtet. Und was die alle teilweise so ein bisschen so für Zeug reden und esoterisch und für Bullshit teilweise verzapfen und so, das ist schon nahe dran an der Realität. Also ich muss sagen, am abgefahrensten fand ich bisher diesen Finanzier und die Geschichte mit den Burgern. Das fand ich sehr, sehr geil. Hast du die Folge heute schon gesehen? Kommt noch wahnsinnig viel. Also ich habe die erste Folge, habe ich heute erstmal geguckt. Okay, ganz kurz, dem seine Gedankensprünge kann keiner nachvollziehen, bis er sie erklärt. Und das war jetzt in dem Fall so, der hat irgendeine andere Firma, die er gekauft hatte, stand da und wollte Geld, sonst wären die bankrott gegangen oder wär's die Firma bis Mitternacht nicht mehr. Und statt mit denen zu reden, ist er halt gedanklich schon bei der Lösung, aber keiner blickt's. Und dann lässt er sich von seinem Assistenten alles, das komplette Produktsortiment von Burger King bringen. Und darauf kommt er dann drauf, dass man Sesam auf den Brötchen ist. Und Sesam wird in Ländern angebaut, in denen sehr viele Zikaden sind. Und irgendwie kommt es dann in seinem Kopf so zusammen und er recherchiert so, dass er dann feststellt, wenn man das Sesam anbaut in einer Region, wo keine Zikaden sind, dann könnte man das Vorkommen, das nächste Jahr stattfindet, dass man irgendwie nicht mehr an Sesam kommt, bla bla bla, so nutzen, um dann Geld zu machen. Also hat er kurzum eine Firma gekauft in dem Land, wo es keine Zikaden gibt und baut da jetzt Sesam an und verdient damit, was weiß ich, 35 Milliarden Dollar nächstes Jahr. Und deswegen kann er den Jungs, die da eigentlich vor der Tür stehen und seit Stunden warten, um mit ihm zu reden, das Geld geben. Aber das blicken die halt nicht, weil sie den Gedanken von ihm nicht folgen können. Und ich habe auch gedacht, was denkt denn der? Wie kommt denn jetzt auf Burger King? Und es wird halt so unfassbar charmant dargestellt. Und am Ende blickst du halt, warum er so gedacht hat. Aber am Anfang steigst du halt nicht dahinter. Und das fand ich richtig, richtig charmant dargestellt. Da gibt es schon sehr viele Anspielungen auch auf das aktuelle Silicon Valley, seien es selbstfahrende Fahrzeuge oder irgendwas, diese neuen technischen Entwicklungen. Und auch so diese interne Dynamik, also die kommen ja dann auch, was ja schon am Anfang deutlich wird, die sind ja an was Großem dran und da gibt es dann natürlich doch noch einige Hindernisse auf dem Weg zur Weltherrschaft und so weiter. Und es ist eine empfehlenswerte Serie. Es ist jetzt nicht unbedingt für welche, die sich nun, was weiß ich, mit Tech und Programmierung nun in- und auswendig kennen, sondern das spielt eher so in diesem ganzen Umfeld und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, die ganze Serie. Hat ja auch sehr viel Interaktion mit den Personen und auch Charakterentwicklung sehr viele zu tun. Cameo-Auftritte und so. Chris, du hattest die geguckt, ne? Ich kenne die, ja. 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 Okay. Find's auch gut. Also, Empfehlung nochmal hier, Silicon Valley, wer es nicht kennt, lief seit 2014, ist sie gestartet. Ich war wirklich von Anfang an dabei. Ich habe dann auch, war dann quasi missionarisch tätig, habe da einige Leute bei Fortsetzung folgt auch davon überzeugt, dass das eine gute Serie ist und so. Ja, also Empfehlung, ich schreibe es mal hier mit als Shownote hier rein, Silicon Valley. Gibt es gerade auf Sky und spätestens dann, wenn das irgendwie in aller Gänze verfügbar ist bei den üblichen Streaming-Diensten, dann wird das bestimmt auch nochmal so einen richtigen Hype bekommen. Bestimmt. Ich war auch schon mal kurz davor, mir so ein Pied Piper-Shirt zu bestellen. Also kann man direkt. Also es gibt Pied Piper diese Webseite auch und die haben auch so Merchandise und so und haben dann manchmal auch so. Wie nennt sich das heutzutage? Drops, genau, sogenannte Drops. Wenn sie besonderes Material haben, dann haben sie manchmal so Tassen oder Shirts. Ich möchte erwähnen, dass der eine, den ich nicht mag, in der ersten Folge ein T-Shirt von Atari anhatte und ich habe es erkannt. Ich wusste, was Atari ist. Nicht mag. Also ich kann es nicht erklären, aber ja, dieser Lockenkopf. Du meinst TJ? Aber der hatte doch ein HTML-Shirt, wo da steht, I know HTML und drunter steht, how to make love.
Nee, ich glaub, da war es vielleicht in der zweiten Folge. Da hat er so ein knallrotes T-Shirt an. In der zweiten Folge Atari. Hat er ein, wie heißt das, Aviation? Keine Ahnung, in einer der Folgen, die ich gesehen habe, war der ein Atari-Shirt. Also ich habe es erkannt. So. Ja. Und den mag ich nicht, der Lockenkopf. Der ist cool, der ist echt cool. Aktuell mag ich ihn noch nicht. Das ist der coolste von allen. Schade, dass der bei, ich glaube, bei der letzten Staffel ist er leider nicht mehr dabei, weil er dann die MeToo-Debatte an den Hals gekriegt hat. Alter, der hat ein Kind entführt. Naja. Gut, dann noch ganz kurz was zum Thema Games hier. Moment, wo haben wir es hier? Games. An all die Gamer da draußen. Ja, du, dich meine ich. es gibt eine neue Webseite, da könnt ihr mal hinschauen. FiberX.de. Ja, da gibt es Gaming-Sachen, News, Let's Plays, Spieletests. Guckt da mal hin. FiberX.de mit PH. FiberX. So, kurzer Werbeblock hier. Da wird auch in Zukunft noch ein bisschen mehr kommen. Mal schauen, was wir uns da so alles einfallen lassen. Vielleicht so neue Spieltrailer oder was wir da empfehlen. Okay. Du bist dabei. Sehr gut. Und dann gleich weiter zur Rätselecke. Rätselecke. Chris hat wieder ein sackenschweres Rätsel wie letztes Mal. Ja, sackisch schwer. Unlösbar blieb, weshalb er diesmal nochmal dran ist. Ja, deswegen werde ich diesmal noch einen draufsetzen. Dieses Mal spielen wir eine Runde Jeopardy. Und die Antwort, ihr müsst also die Frage finden und die Antwort auf das Rätsel ist Harry Potter. Haha. Nein. Ich habe mir überlegt und ich habe ein Rätsel rausgesucht. Heute passend zu einem der Darsteller, die wir heute in einem Film hatten, den wir heute besprochen haben, nämlich zu Anthony Mackie. Und wir hatten es ja vor kurzem erst von Anthony Mackie in einer der letzten Ausgaben. Da ging es auch darum, dass er in dem großartigen Film 8 Mile mitgespielt hat, wenn man sich daran erinnert. Das war, glaube ich, auch ein Rätsel, ne? So, da habe ich nämlich, glaube ich, den Film gesucht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Anthony Mackie hat in einem anderen Film auch einen Rapper gespielt, und zwar einen relativ bekannten Rapper. Und ich möchte jetzt von euch wissen, wen er gespielt hat oder in welchem Film es war. Okay, nicht mein Genre. Erik weiß es schon. Hä? Nee. Ich weiß nicht. Ist halt überhaupt nicht mein Genre. Also warte mal, ich kenne als Rap-Filme kenne ich 8 Mile. Falsch. Und dann, warte mal, lass mich mal überlegen. Ich kenne keine Filme, Rapper-Filme. Also geht es in dem Film um eine Rapper-Karriere oder ist es nur so ein Side-Element, dass der rappt? Es geht um eine Karriere, aber nicht um seine. Okay, aber es geht um eine Rapper-Karriere, aber halt von jemand anderem. Antworten wir nicht mehr mit Ja oder Nein oder was? Haben wir jetzt die Spielregeln geändert oder wie? Ja, nachdem ihr letzte Woche so versagt habt, muss ich euch ja helfen. Ach so. Erik, du bist... Hä? Wieso? Du bist. War das... Also er spielt einen Rapper. Das habe ich gesagt, ja. Okay. Aber nicht sich selbst. Nein. Also er rappt anscheinend nicht, okay. War ich mir nicht sicher. Kann ja sein, okay. Da macht er nebenbei oder so, keine Ahnung. Hab den bis jetzt nur als Schauspieler wahrgenommen. Eine historische Rapper-Persönlichkeit spielt er. Du hast ein Nein bekommen, Case ist dran. Ich habe ein Nein bekommen, auf was denn? Ja, du hast gesagt, spielt er sich selbst? Nein. Und dann hast du es erklärt. Was ist mit euch los? Erik macht auch eigene Regeln. Also für alle, die gerade... Also er spielt sich selbst, Nein, er spielt sich... Oh Gott. Er spielt sich nicht selbst. Okay, so rum. Ist das ein bekannter Rapper? Ja. Kenne ich den? Ja. Verflixt. Schwierige Spielt Frage. Er 50 Cent? Nein. Oh, das sind optisch, alle, die ich kenne. Er hat ja nur optisch überhaupt keine Ähnlichkeit mit 50 Cent. Keine Ahnung. Leute, ich kenne Eminem und 50 Cent und dann war's das. Dr. Dre vielleicht noch, aber der ist nicht mal Rapper, glaube ich. Das passt ja auch nicht. Was? Passt ja auch nicht so. Was habe ich getan? Hat er mal LL Cool J gespielt? Das würde vielleicht optisch irgendwie halbwegs... Nee. Okay, vielleicht sollte ich erstmal weiter eingrenzen, bevor ich den Namen droppe. Ich überlege halt noch, ob ich welche Leute ich kenne. Warte mal, ich kenne noch einen. Ist der tot? Ja. Ah, okay. Ein toter Rapper, da kenne ich nicht viele. Tupac ist tot. Ja.
Tupac, oh, er hat Tupac gespielt? Er hat Tupac gespielt. So, und dann handelt es schon. Ich habe keine Ahnung, in welchem Film er Tupac gespielt hat. Wahrscheinlich heißt der Film Tupac. Nein, er ist ja nur, nee, nein, der Film geht ja nicht über ihn. Okay, nein. Das heißt, aber es war ja nur gesucht, spielt, ich habe ja nur gesucht, halt, hat er gesagt, gesucht, ja, wen hast du schon, ja, ja. Hast du schon gelöst? Ach so, ja. Ich habe schon gelöst. Ich dachte, wir suchen den Film. Er hat gesagt, Film oder den Namen des Rappers, den er gespielt hat. Nee, du hast Google schon richtig bedient, Kelly. Wie hieß denn jetzt der Film? Ich kann mich da nicht erinnern. Der Film hieß Notorious B.I.G. von 2009. Ah, den kenne ich auch. Den habe ich doch gesehen. Also den Mann, also die Rolle, also den Rapper. Den habe ich doch gesehen, den Film. Ich habe den Film nicht gesehen. Ja, da spielt er Tupac. Okay, aber ja. Ich überlege gerade, ob ich noch andere Rapper kenne. Muss ich nochmal reingucken irgendwie. Ja, vielleicht habe ich den da auch nicht so wahrgenommen. Ist ja auch schon eine Weile her. Das war ja vor dem ganzen Marvel, oder? Ja, das war 2009, also ja. Sah der vielleicht auch ein bisschen anders aus? Nein. Okay. Der ist so wie Keanu Reeves, der altert nicht. Okay. Der sieht immer gleich aus. Okay, also ich habe jetzt gewonnen. Du hast gewonnen, yay. Nächste Woche wieder ein Harry Potter-Rätsel. Mit meinem nicht vorhandenen Rapper-Wissen. Ja, ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man quasi nicht zu viel kennt, dann kennt man ein paar Sachen und davon ist es dann vielleicht meistens das, als wenn man zu viel und dann drauf rumdenkt. Ich kann mich nicht so wirklich drüber freuen. Warum nicht? Weil das halt einfach nur geraten war und nicht kein Wissen. Ist doch auch manchmal ausreichend. Okay. Ach so, ich muss noch mir ein Lied einfallen lassen hier. Tja. Dann macht ihr erstmal, lasst euch ein bisschen Zeit hier. Music. Gut, wenn wir uns Zeit lassen sollen, dann erzähle ich einfach, warum ich diesen Song ausgewählt habe. Denn es ist ein Taylor Swift Song. Taylor Swift hatte ganz arg Probleme mit ihrer alten Plattenfirma. Die haben ihr nämlich quasi die Rechte an ihren eigenen Songs weggenommen. Wie bei Prince musste sie sich jetzt umbenennen, sie hat dann versucht, diese Texte zurückzubekommen, aber das hat leider, keine Ahnung, wasserdichte Verträge, die halt ein naives Kind irgendwann mal mit ihren Eltern unterschrieben hat. Mittlerweile weiß sie es halt besser und hat jetzt auch ihr eigenes Plattenlabel und alles. Und sie konnte jetzt quasi ihre alten Texte nehmen und die neu aufnehmen unter ihrem eigenen Labelnamen. Und deswegen kommen jetzt die damaligen Alben neu raus in ihrer eigenen Version. Also tonal ein bisschen anders. Ich glaube, das ein oder andere Wort ist anders, wenn überhaupt. Es wurde halt einfach komplett neu recorded. Der erste Song wurde jetzt veröffentlicht, und zwar Love Story in Taylors Version. Also findet man auch mit Love Story in Klammer Taylors Version bei Spotify. Okay. Ja, finde ich toll, weil so kann sie wieder ihre eigene Musik machen und darf ihre eigenen Songs wieder spielen, selber geschrieben hat. Und nicht spielen durfte. Ich gucke gerade mal, ob ich das hier tatsächlich finde, als Taylors Version hier. Taylor Swift. Müsste ganz neu sein. Kam jetzt erst vor 2 Tagen raus oder so. Love Story. Aber da steht jetzt nicht da, Taylors Version hier. Ist das hier? Doch, eigentlich schon. Obwohl, nee, 2008 ist ja dann das alte. Warte, ich schicke dir. Schick mal, genau. Okay, schick mal weiter. Weil der 2020. Ah, ich hab's. Nee, Digital Dog Remix? Nee. Nein. I schick you, warte. Okay. Da. Tada. Warum schreibt man auseinander? Ich hab's. Okay. Chris? Ja. Ich hab aus dem Film Outside the Wire einen Titel genommen vom Soundtrack, und zwar Ella Fitzgerald and Louis Armstrong mit Stars Fell on Alabama. Was aber untypisch ist für den Film, ne? So ein bisschen. Ja, aber ich fand das trotzdem ganz schön, und ich finde es auch ein sehr, sehr schönes Stück Musik. So, werde ich auch gleich mal adden hier, dann habe ich es nämlich gleich drauf. So. Und ich hast mich jetzt gerade drauf gebracht hier mit Notorious B.I.G. One More Chance. Einfach mal so zack, drauf, fertig. Und ja, dann sind wir doch eigentlich schon durch für heute.
vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Sehr bis gerne. Nächste Woche dann. Gerne doch. Macht's gut. Tschüss. Wiederhören. Tschüssi. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast.